Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Habt ihr WWDC24 gesehen? Apple Intelligence ist wirklich spannend. Dies ist ein großer Schritt für Apple auf dem Gebiet der KI. Heute stellen wir euch das neueste Release-Datum, die unterstützten Geräte und Funktionen von Apple Intelligence vor. Dieses Mal hat Apple eine Menge nützlicher KI-Funktionen veröffentlicht, wie zum Beispiel ein Schreibwerkzeug, einen Bildspielplatz, eine Fotobereinigung und das neue Siri, obwohl diese Funktionen noch nicht verfügbar sind. Apple Intelligence wird voraussichtlich im Herbst veröffentlicht und wird diesen Sommer in Englisch erprobt werden. Weitere Sprachen werden den Nutzern im Herbst in einer Beta-Version verfügbar gemacht. Es sind über 3 Monate zu warten. Schauen wir uns dann die unterstützten Geräte an. Nur iPhone 15 Pro, 15 Pro Max und iPhone 16 können für das iPhone verwendet werden. Geräte wie iPad und MacBook benötigen M-Chips für die Nutzung. Das ist eine gute Nachricht für das iPad. Was bietet die Apple Intelligence? Die erste ist die Sprachkenntnis. Apple Intelligence unterstützt neue Schreibwerkzeuge. Es kann Inhalte umschreiben, Grammatik korrigieren, Absätze zusammenfassen und so weiter. Außerdem unterstützt es automatisch Mail, Notizen, Safari, Keynote und sogar die Apps von Drittanbietern. Dies ist ein großer Vorteil für Arbeit und Leben. Zweitens, Image Playground. Du kannst mehr kreative Bilder machen. Mit Image Playground kannst du jedes beliebige Bild erstellen, zum Beispiel Animation, Illustration und Sketch. Alle Apps werden unterstützt. Darüber hinaus macht Genmoji auch die tägliche Kommunikation interessanter. Die Emojis wurden aktualisiert. Du kannst jedes beliebige Emoji anpassen. Die stärkste Funktion ist zweifellos die Fotobereinigung, mit der alle Elemente entfernt werden können, die im Bild nicht erwünscht sind. Und schließlich wird Siri vorgestellt. Siri unterstützt jetzt Texteingabe neben der Sprachsteuerung. Apples Zusammenarbeit mit OpenAI ist endlich vollständig enthüllt worden. Siri wird mit GPT 4.0 integriert, verbessert das Siri-Erlebnis. Sogar das Siri-Symbol wurde stark verändert. Es hilft dir nicht nur, deinen Alltag zu organisieren und mit dir zu chatten, sondern gibt dir auch direkten Zugang zum ChatGPT. Die Nutzer können Inhalte auch direkt über GPT erstellen. ChatGPT kann kostenlos und ohne Registrierung vollständig genutzt werden. Wenn du Abonnent von ChatGPT bist, kannst du dein Konto auch direkt anschließen. Keine Sorge wegen des Datenschutzes, denn Apple verfügt über ein Datenschutzsystem, das deine Daten schützt. Und die Suche nach Fotos und Videos wird mit Apple Intelligence noch einfacher. Wollt ihr Apple Intelligence sofort ausprobieren? Bitte abonniere meinen Kanal, um die neuesten Infos über Apple Intelligence zu bekommen.